Also wir haben heute einen Tag der offenen Tür hier bei der Feuerwehr Haßfurt gehabt. Die Veranstaltung führen wir in regelmäßigen Abständen, alle 2 bis 3 Jahre durch. Und der Besucheransturm heute war überragend, hat uns sehr gefreut, dass so viele Besucher den Weg zu uns gefunden haben, weil es zeigt uns einfach auch, wie die Arbeit der Feuerwehr geschätzt wird und dass auch Interesse da ist an der Arbeit der Feuerwehr und auch an unseren Vorführungen. Und ich denke auch grundsätzlich ist das Fest für die Familie ausgelegt. Wir haben Hüpfburg da gehabt, wir haben Kindermalecke da gehabt, Kinderbetreuung da. Wir haben die Möglichkeit geboten, dass die Kinder sich auch mal in die Feuerwehrautos setzen konnten mit Erklärungen. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight und ich hoffe doch und ich denke auch, was ich so gehört habe, dass die Familien sehr zufrieden waren und bei der Feuerwehr Haßfurt einen wirklich schönen Tag verbringen konnten. Also alle, die jetzt blaue Schutzanzüge anhaben, sind Jugendfeuerwehrleute und der Maschinist gibt was er macht. Das Strahlrohr, was die Jugendfeuerwehrleute hier vorne drauf haben, ist ein Totstrahlrohr. Das ist auch mittlerweile das Standardrohr für Innenangriff. Und der Jugendfeuerwehrmann neben dem Jugendführer hat jetzt eine Wärmebildkamera auf dessen Einsatzbefehl auf dem Fahrzeug holt. So eine Wärmebildkamera kostet je nach Typ und Umfang der Ausstattung zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Wir gehen davon aus, dass es zu einem fritösen Brand gekommen ist. Heißt, in dem unteren Topf ist ganz normales Frittierfett drin. Wir erhitzen das momentan mit dem Brenner, so dass es dann auch zum Brand kommt. Und oben in dem kleinen Behälter, da befindet sich ganz normales Wasser. Und wir wollen Ihnen dann mal zeigen, was passiert, wenn man einen fritösen Brand verkehrt löscht, welche Folgen das haben kann. Also ich denke, man hat sehr schön gesehen, was es für Folgen haben kann, wenn man nur ein kleines Glas Wasser in eine brennende Fritteuse schüttet.